Dungeons of Infinity ist ein A Link to the Past Fangame, welches das Spiel in ein Rook-like-Abenteuer verwandelt, bei dem es darum geht, Items zu sammeln, zu kaufen und stärker zu werden, um die 12 Etagen des Dungeons zu meistern und alle Bosse zu besiegen. Stirbt man, starten wir wieder von vorne. Doch da sich der Dungeon immer zufällig neu generiert, ist jeder Durchlauf einzigartig. Gehen wir also rein in Dungeons of Infinity. Und damit willkommen, Leute, zu Dungeons of Infinity. Und ich muss erstmal sagen, bevor wir hier überhaupt loslegen, das ist wahrscheinlich eine der krassesten Mods mit Ultimate Trial, die hier dieses Jahr rausgekommen sind. Oder ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon. Ich glaube, es ist erst dieses Jahr rausgekommen. Und wir werden richtig viel Spaß mit dieser Mod haben, denn es hat auch so einen hohen Wiederspielwert. Schreibt mir auf jeden Fall am Ende des Videos in die Kommentare, ob ihr davon noch mehr sehen wollt. So, wir nehmen erstmal unseren User-Link. Ich habe den schon mal ausgewählt. Und das hat auch überhaupt keine Einflüsse. Man kann hier nur sehen, wie viele Durchläufe ich schon gemacht habe. Ich bin schon viermal gestorben. Wunderbar. Habe schon so viele Rubinen collected. Ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung, sagen wir mal. Minimal. Okay, aber wir starten in ein neues Game. Hier kann man dann noch auswählen, welchen Charakter man haben möchte. Wir starten erstmal in einer normalen Runde mit Link. Man kann hier Bonus-Items auswählen, um sich den Durchlauf etwas einfacher zu machen. Brauchen wir auch erstmal nicht. Und Challenges haben wir damit auch noch. Denn ja, man kann sich das Ding halt auch noch ein bisschen schwieriger machen, wenn man das möchte. Wir starten erstmal nochmal rein. Wir starten vor Schloss Hyrule. Unsere Aufgabe ist, Aghanim zu besiegen. Wir können erstmal über das Overlay reden. Rechts sehen wir die Karte. Darunter quasi die verschiedenen Stockwerke, die wir erreichen müssen, um bis zum Endboss zu kommen. Auf der linken Seite unser Leben, darunter die Magieanzeige. Da haben wir ein Kästchen, da ist unser aktuelles Item drin. Die Schwertstufe, die Rüstungsstufe, Rubine, Pfeile, Bomben, Schlüssel. Dann unsere Items, die wir da so finden können. Darunter haben wir Amulette, die können wir auch im Dungeon finden. Ja, die können uns da verschiedene Buffs geben. Das ist auch richtig cool. Und ganz unten haben wir die drei Steine. Wenn wir einen Boss besiegen, kriegen wir einen. Dann haben wir hier unser Menü. Und das ist jetzt das Level 1 Inventory. Das kann sich noch erweitern. Man kann verschiedene Taschen bekommen, wo man verschiedene Edelsteine und andere Dinge, Köcher, Bombentasche, das kennt ihr ja alles, sammeln kann, um auch Platz zu sparen. Also es ist auch ein bisschen Inventory-Verwaltung am Anfang. Denn man kann nicht alles mitnehmen. Und später kriegt man größere Taschen, Level 2 Upgrades, Level 3 Upgrades. Also richtig, richtig geil. So, dann haben wir hier erstmal einen Frosch. Rip, rip. Hallo junger Reisender, ich kann dir einige Tipps geben, wenn du sie brauchst. Du kannst zum Beispiel Fackeln anzünden, wenn du an ihnen vorbeiläufst, indem du den Action-Button drückst. Du kannst auch den Action-Button drücken, um ein bisschen schneller zu laufen. Du kannst Fackeln anzünden, um in deinem Progress voranzukommen. Einige Wände sind nicht das, was sie scheinen. Was du möchtest more, dann kannst du dir auch die Manuals, also die Anleitung des Spiels durchlesen. Ja, die gibt's, da gibt's auch eine richtig schicke Anleitung. Vielleicht zeige ich die demnächst mal. So, und da kriegen wir auch schon unsere ersten Items. Da haben wir ein paar Bomben bekommen. Die equippen wir jetzt hier. Die können wir auch direkt usen. Die können wir wieder droppen. Oder wir können auch hier eine Info durchlesen. Bombs blow stuff up. Das ist auch richtig geil gemacht. So, wir equippen das mal. Und sprengen hier in die erste Wand rein. Also Leute, ich hab richtig Bock auf das Game. Ich freue mich richtig drauf, das mit euch zu zocken. Wir starten hier in Hyrule Castle rein. Und das Krasseste ist halt, dass das wirklich alles... direkt noch eine Wand. Gerandomized ist, ne? Jeder Durchlauf ist einzigartig. Das heißt, boah geil, gleich erstmal drei Schatzkisten. Sehr schön. Wenn wir sterben sollen, 40 Pfeile. Holy shit, geil. Und nochmal 5 Bomben. Perfekt. Da haben wir erstmal einen schönen Start hingelegt. Genau, jeder Durchlauf ist einzigartig. Wenn wir hier sterben sollten, kommen wir wieder rein, dann sieht der Dungeon komplett anders aus. Das ist halt wirklich richtig geil. Ich freue mich richtig da drauf. Denn das, ja, das macht es halt so einzigartig. Und wir können einfach mal, wenn wir Bock haben, mehrere Runden da zocken. Mache ich heute mal einen Durchlauf, dann irgendwann spontan mache ich mal wieder den nächsten. Und das wird halt auch nicht so schnell langweilig, ne? Ich habe mir das jetzt auch auf Steam Deck runtergeladen. Das heißt, ich kann jederzeit... Shit. Jederzeit jetzt unterwegs einfach mal so eine Runde zocken. Immer spontan, immer was Neues. Das ist so geil. Ich hab richtig Bock drauf, Leute.
Und ich hoffe, ihr fühlt da mit mir. Und guck mal, da oben ist eine Schatzkiste. Aber da kann man doch nicht rein von der Seite, ne? Ein bisschen Rätsel sind auch noch mit dabei. Ist jetzt nicht so ganz... Ah, scheiße, der hat einen Stein fallen lassen. Die sind jetzt nicht ganz so krass vertreten, weil es sind eher simple Rätsel. Aber ich kann euch jetzt auch noch nicht alles erzählen, weil ich war bisher auch maximal auf Stufe 6, also Etage 6. Keller 6? Keine Ahnung. Okay, da kriegen wir noch ein Herzchen, sehr schön. Aber das läuft. Schöne Runde bis jetzt. Hey. So, ja, manche Türen lassen sich öffnen, indem man alle Gegner tötet. Manche Türen gehen auf, wenn man einen Schalter betätigt. Wenn man alle Fackeln anzündet, das ist auch ein bisschen gerandomized. Und man muss auch aufpassen, in den Truhen können auch Flüche sein, die einen halt das Spiel versauen können. Oh shit. Da gibt es da verschiedene Debuffs, wie zum Beispiel, dass sich unsere Herzen von selbst runter Herzen, keine Ahnung, dass wir Schaden halt kriegen. Alle 10 Sekunden. Und dann musst du bestimmte Anforderungen erfüllen, um diesen Fluch wieder loszuwerden. Zum Beispiel töte 5 Feinde oder so. So, wir haben einen Amethyst bekommen. Später wird es dann noch Händler geben, wo du verschiedene Sachen kaufen kannst. Oder auch tauschen kannst. Hier zum Beispiel einen Zorra-Händler. So, da kriegen wir ein bisschen Magie. Und unseren Schlüssel, den wir gesucht haben. Ein Händler wäre, by the way, gar nicht mal so schlecht. Denn dann... könnte man mal ein bisschen Geld ausgeben. Und es wäre echt geil, wenn wir irgendwo einen Bogen bekommen. Weil wir haben auch 40 Pfeile. Das ist richtig nice. Halt direkt zum Start. Aber nein, da geht es direkt in die zweite Etage runter. Oder ins zweite Kellergeschoss. Okay, schade. Wäre cool gewesen, wenn wir noch irgendwie ein Upgrade bekommen hätten. So, zum Kellergewölbe. Hier geht es dann mit dem Schlüssel weiter. Hier ist eine Tür. Man muss halt auch wirklich sagen, man braucht ein bisschen Glück. Weil, ja, wir haben jetzt erstmal einen guten ersten Status aufgebaut. Aber nützt mir halt nichts, wenn ich das nicht weiter ausbauen kann. Wenn ich nicht ein bisschen Glück habe und krieg irgendwo die Items, die ich halt noch dazu brauche. Weil mir fehlt jetzt halt der Bogen. Und die Gegner werden halt auch stärker. Und dem müssen wir irgendwie entgegenwirken. Aha. Okay, Feueressenzen oder Feuerorbs. Ja, die können wir werfen, dann machen wir wie so eine Feuerbrunst. Ist manchmal ein bisschen schwer einzusetzen. Ihr seht, wir haben auch nicht mehr so viel Platz in unserem Inventory. Da kommen auch schon neue Gegner dazu. Ups, Ratten. Die sich halt hier ganz eklig im Dunkeln bewegen. Hallo. So, Herzchen nehmen wir mit. Dann haben wir noch einen Gemstone. So, hier eine brüchige Wand. Okay, manchmal funktioniert das auch nicht. Dann ist es ein Trap. Jetzt haben wir einen Kuchen bekommen. Und nochmal Geld. So, ist unser Inventory voll, ne? Wenn wir das nächste Item bekommen, müssen wir uns halt schon entscheiden, was wir mitnehmen und was nicht. Wird schon langsam schwierig hier. So. Hier zum Beispiel alle Fackeln anzünden. Und die Wand ist zum Beispiel jetzt eine... ja, keine richtige brüchige Wand. Ich kann hier auch nicht testen. Also das Testen, was man im normalen A Link to the Past machen kann mit der Wand, funktioniert hier nicht. Shit, daneben geworfen. Nur falls ihr euch das fragt. Okay, da komme ich jetzt nicht ran. Hat der mir noch einen drüber gezwiebelt? Okay, wir haben einen Schlüssel. Ah, wir haben echt... wir haben am Anfang Glück gehabt, aber jetzt haben wir echt Pech. Schade. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Pech. Denn wir bräuchten eigentlich mal ein paar krasse Items. Okay, aber guck mal, wie geil das auch gemacht ist. Das ist halt voll der Rundlauf, ne? Und kommst halt hier wieder raus bei der Schlüsseltür. Das ist auch echt so cool. Zack. Oh nein, da ist noch einer. Jawoll. Das lief gut. Okay, immer schön alle Fackeln anzünden. Das kostet, glaube ich, auch keine Magie, mit der Fackel zu arbeiten. Und die Dungeons können halt auch immer verschieden groß sein. Also es kann halt sein, dass... ist auch schon wieder ganz schön viel los hier. Ah, Kacke. Okay, Magie. Oh, scheiße, das habe ich Kacke gemacht.
das war richtig Blödsinn. Es kann halt sein, dass der Dungeon vielleicht aus 10 Räumen besteht, aber er kann halt auch aus 20 bestehen. Hatte ich alles schon? Okay. Wir können uns ein Rüstungsupgrade kaufen. So da. Also pass auf, ich werde es so machen, weil auch die Rüstung nimmt Platz weg. Ich werde den Muffin essen und dann nehmen wir die Rüstung mit. So, und jetzt haben wir Rüstung plus 1. Sieht er links oben. So. Ja, das könnten wir auch mitnehmen. Das ist relativ cool, weil da können wir uns 4-mal heilen. Und mit den Gemstones hatte ich sowieso bisher nicht so viel Glück. Beziehungsweise das. Ich werde das. Obwohl, wir müssen noch Geld sparen. Okay. Ihr seht, es gibt hier auch diese Siegel aus Minish Cap. Die kann man auffinden. Und wenn ich jetzt das passende Siegel hätte, könnte ich die kombinieren. Und dann wird ein Schatzkisten erscheinen. Haben wir aber leider nicht. Deswegen, wir müssen weitergehen. Okay. Cool, wir haben eine Rüstung bekommen. Schlecht, wir haben immer noch keine stärkere Waffe oder einen Bogen. Das ist halt schlecht. So, da geht's auch weiter mit so einem Stone, aber haben wir nicht. So, die Gegner werden jetzt auch schon stärker, halten 3 Schläge aus. Und es gibt auch schon welche, die halten 4 Schläge aus. Und es kommen jetzt auch bald, oh shit, diese Typen dazu, die einen Morgenstern mit dabei haben. Das wird auch richtig eklig. Denn mit dem Waffen-Upgrade aktuell, ja, guck mal, jetzt kommen hier noch so Schwerträger. Wir brauchen schon 4 Schläge. Okay, hier können wir mal was wegsprengen. Und es ist halt auch echt dunkel. Shit. Okay. So, was haben wir hier drin? Ja. Ein Schild. Okay, der erhöht auch unsere Verteidigung. Und ja, ich drop so ein Ding. Shit. Drop. Zack. So, haben wir Verteidigung plus 2. Ist schon mal besser. Bomben rüste ich erstmal wieder aus. Was haben wir hier drin? 100 Rubine, sehr gut. Jetzt brauchen wir einen Händler. Also man kann auch später wiederkommen und kann die aufheben. Die bleiben da liegen, die Items. Habe ich mittlerweile auch schon mitbekommen. So. Schadenreduktion ist nice mittlerweile bei uns. Nur ein bisschen mehr Stärke bräuchten wir halt mal, ne? Das wär's. So. So, jetzt wird's auch schon ein bisschen schwieriger. Es gibt sehr viele Durchgänge. Okay, ich gehe hier mal rein. Hier ist ja gar nichts los. Hä? Ja, Wahnsinn. Hauptsache ein schön belichteter Raum. Okay. Sehr gut. Ist auch wieder nichts, ne? Nein. Schade. Okay, weiter geht's. Hier. Oh, Kacke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist schon wieder so viel los. Aber wir kriegen fast keinen Schaden. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Hi. Was? Einfach an. Hä, was ist denn mit dir? Aber, ey, wir kriegen ja überhaupt keinen Schaden mehr. Das ist ja mega gut. Oh, schön. Das ist nice. Okay, jetzt haben wir ein paar Soda-Dinger bekommen. Die Frage ist. Komm, ich drop die Dinger. Ja, ich kann es euch ja mal zeigen. Das macht halt so. Ist manchmal ganz nützlich, aber ja, sind halt auch nur 4. Okay. So. Zack. Zack. Und zack. Ja, sehr schön. Okay, warte, Bomben brauche ich. Equip. Zack. Okay, da war nix. Hier könnte was sein. Auch nicht. Alles fake. Da haben wir einen Gefangenen. Die geben uns manchmal Gegenstände mit und Aufträge. Würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Ich habe einen Freund, der in einer Stadt lebt. Bla bla bla. Könntest du einen Brief ihr bringen? Oder ihm? Klar.
Ich danke dir so sehr. Es ist das Rebellendorf außerhalb der Katakomben. Ich wünsche dir eine sichere Reise. So, können wir jetzt halt auch nicht mitnehmen. Ich weiß jetzt aus Erfahrung, ich habe beim letzten Mal, als ich ihn abgegeben habe, 250 Rubine bekommen. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Ich werde den erstmal droppen hier. Weil damit habe ich noch gar keine Erfahrung gemacht mit den Steinen. Ob sich das irgendwie lohnt, die mitzunehmen. Weil ich habe bisher nie so einen Zockerhändler gefunden. Deswegen... ja, lassen wir das erstmal weg. Aber was ich sagen muss, wir haben relativ Glück mit den Gegnern. Weil ich hatte auch schon Durchläufe, da hatte ich gefühlt nur solche Typen mit einem Morgenstern. Boah, noch mehr Kohle, jawohl. Und ein Kompass. So, der Kompass, der zeigt uns halt... ja, bestimmte Orte an. Achso, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt. Ich kann ja auch die Karte in groß drauf machen. Ja, nee, komm, den Kompass lasse ich liegen. So nützlich ist der jetzt auch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Später werden die Dungeons ja noch größer. Da brauche ich sowas dann eher. Zack, weg damit. 4 Pfeile brauche ich nicht. Shit. Den Rubin, also wir haben echt viel Geld. Wir bräuchten halt nur mal einen Händler, wo wir es ausgeben können. Jetzt haben wir noch eine Mana-Flasche. Mana ist auch voll. So, noch mehr Geld. Eieiei, okay, Kohle haben wir wirklich viel. Ah. Okay, da ist der Key. Der muss ja jetzt hier sein, oder? Ah, das ist so gut gemacht, der Aufbau, ne? Nice. Zack, zack, zack und zack. Okay, weiter geht's. Ja, Leute, ihr seht auch, auf der Etage ist ein Totenkopf, ne? Das bedeutet, hier kommt ein Boss. Wir haben relativ beschissene Ausrüstung dafür. Also ja, wir kriegen wenig Schaden. Das ist nice. Aber ansonsten sieht es halt nicht so gut aus. Die füttern uns hier nicht genug. Ich brauche Burger und Fritten. Okay, ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Ich gehe erstmal unten lang. Eieiei. Okay, jetzt sind Biene. So. Ah, aber gut, so viel Rüstung hatte ich auch noch nicht. Also ich bin bisher immer so ein bisschen auf Schaden gegangen. Alter, der ist aber tot. Oh, der Arme. Noch ein Schalter. Ein Schalter. Ah, noch mehr Geld. Da war er. Da war der Typ im Morgenstern. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz die anderen Räume auschecken. Jetzt wird es halt so ein bisschen labyrinthmäßig, ne? Muss man sich ein bisschen konzentrieren. Wo muss ich lang? Wo war ich schon? Was muss ich noch machen? Okay, hier war gar nichts jetzt. Ich hoffe halt immer noch auf den Händler. Oh, hier ist so ein Socher. Through 2 gems to receive an item. Hier haben wir... irgendwo liegen 2 gems, ne? Also auch das erste Mal, dass ich diesen Brunnen gefunden habe, Leute. Ah, shit. Also wir könnten... theoretisch könnten wir 2 gems zusammensuchen. Und könnten die da reinwerfen. Aber ganz ehrlich, da müssen wir hier doch mal durch den ganzen Dungeon durchrennen. Nee. Nee, machen wir jetzt nicht. Entweder man hat sie oder man hat sie. Nicht. So. Weiter geht's. So, der ist echt nervig. Wenn davon mehr als einer spawnt, dann ist Polen offen, Leute. Aua. Zack. Okay. Das läuft eigentlich alles aktuell sehr gut. Ich bräuchte nur mehr Schaden. Das ist gerade so mein großes Manko, sag ich mal. Mein Schaden. Und oder, dass ich keine Items habe.
Aber vielleicht geht der dadurch ja noch ein bisschen. Man weiß es nicht. Also ihr merkt auch, der Durchlauf ist relativ groß und lang. Kann sich echt ziehen, so ein Ding. Okay, da liegt der Schlüssel. Papapa. Es spielt sich halt auch so geschmeidig, ne? Das ist so schön. Okay. Gut, oben können wir den Schlüssel benutzen. Da ist nichts drin. Und da geht's zum Boss. Ei, Kacke, ey. Okay. Nützt ja nichts. Wird halt ein langer Fight. Babam. Wir haben halt keine Angriffskraft. Shit. Naja, das ist... Oh, okay, das ist mal schon tot. Ja, ich wollte eigentlich gerade meinen Trank nippen. Jo, und dann geht's auch schon wieder los, Leute. So sieht's nämlich aus. Ihr merkt, es ist relativ schwierig. Man braucht ein bisschen Glück. Das kann jetzt halt in dem Run schon wieder ganz anders aussehen, wie eben. Dementsprechend, wir gehen rein in die nächste Runde. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus will, ne? Es ist wirklich ein geiles Game und schwierig, knackig. Man kann sich aber ja ein bisschen leichter machen. Wir hatten eigentlich relativ viel Glück, hatten viel Kohle, wir hatten nur Pech, dass wir keinen Shop bekommen haben. Das war unser großes Pech. Leider. Nein. So, jetzt haben wir schon ganz schön Schaden eingesteckt. Aber ich bin guter Dinge, diese Runde läuft vielleicht besser. Also wie gesagt, ich bin auch schon mal easy zu Etage 6 gekommen. Kellergewölbe 6, whatever. Jetzt kriegt man zum Beispiel gar keine Schätze aktuell. Okay, Fire Orb. Weiß auch gar nicht, die Fire Orbs, ob die was gegen den Boss bringen. Müssen wir mal ausprobieren. Oh ja, ein bisschen Kohle, sehr schön. Schlüssel haben eingesackt. Oh ja. Geld. Und ein Eis am Stiel. 4 Herzen. Okay. Merken wir uns für Notfall. Was ist das? Oh, ein Ring. Cool. Konvertiert. Magie in Rubine. Ja, solche Ringe gibt es halt ganz viele. Viele verschiedene Ringe, viele verschiedene Amulette, die halt bestimmte Bonuseffekte dann aktivieren. Und das ist jetzt zum Beispiel einer, wir können Magie opfern und können Rubine generieren. Auch ziemlich cool. Aber ich lasse es erstmal. Wenn wir den Ring brauchen, dann werde ich ihn benutzen. Und bis dahin schön Magie farmen, ne? Ist auf jeden Fall nützlich zu haben. Weil wenn wir, sag ich mal, unsere Magieleiste fast voll haben, machen wir das einfach. Und dann haben wir wieder weniger Magie. Ne, so können wir, verschwenden wir keine Magie quasi. Ihr seht, der Durchlauf ist schon wieder komplett anders einfach. Aber wir kriegen auch schon Geld. Bin begeistert. So, ein Herzchen wäre auch mal nett. Das. Minischmix. Ah, cool. Da würde ich, glaube ich, gleich mal einen trinken. So. Okay. Das hier ist so ein Altar. Es wird später auch noch so Stäbe geben, mit dem du Feuer und Eis und sowas verschießen kannst. Und die haben aber nur eine bestimmte Anzahl an Aufladungen. Du kannst die dann halt hier reintun, um die wieder aufzuladen. Genau.
Das ist die Erklärung dazu. Ah, ich hasse dunkle Räume. Wäre geil, wenn wir jetzt endlich mal einen Händler finden, ein Schwert-Upgrade, einen Bogen. Aber dafür bräuchte ich dann wieder Pfeile, weil Pfeile habe ich jetzt noch gar keine gefunden. Ihr seht, das ist alles nicht so einfach. Man braucht wirklich Glück. Aber es macht trotzdem jedes Mal Spaß. Mega nice. So. Schön alles mitnehmen. Unter jedem Krug kann potenzieller Stuff sein. Oder halt auch nix oder ein Schlüssel. Seht ihr? Da ist er schon. So, wir gehen erstmal runter. Zwei Gemstones schon wieder. Ah, kann ich überhaupt nicht tragen. Shit. Okay, ich nehme den erstmal mit und lass das hier droppen. Nein. Drop. Zack. Okay. Bam. Brr-ba-ba-ba. Okay, perfekt. Da war ein Schalter drunter. Okay, nice. Okay, da gehen wir ins nächste Geschoss hoch. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange ich jetzt die Aufnahme hier mache. Wie viele Versuche, aber ich glaube so, ja, so eine Stunde kann man da schon mal aufnehmen. Und wenn ich das ein, zwei Mal die Woche mache, seid ihr da bestimmt happy mit, oder? Oh ja, was ist, haben wir denn da? 80 Rubine und noch ein Gemstone. Ich lasse den erstmal hier liegen. Boah, jetzt haben wir einen Händler, aber der gibt... Käse gibt er uns. Die Pfeile nehme ich mit. Ja, brauche ich auch wieder Platz für. Scheiße. Ach Mann. Drei Herzen. Vier Herzen. Okay, ich use das und nehme die Pfeile mit. Ja, Schokolade. Ja, kommt, egal. Ich spekuliere einfach mal drauf. Er ist tot einfach. Looks like he's dead. ich spekuliere mal drauf, dass wir hoffentlich diese Runde vielleicht mal einen Bogen bekommen. Aber es ist halt wieder nur Spekulation. Wir haben halt diese Runde auch noch kein Angriffs-Upgrade bekommen, kein Verteidigungs-Upgrade. Ihr seht, das ist relativ schlecht. Relativ schlecht. So. So, bringt mir das denn was? Nein! Verdammt. Jetzt habe ich die Bombe geused. Ah, kacke. Itemverschwendung auch noch hier. Wir haben nicht so viele Bomben. Wir müssen sparsam sein. Bam, bam. Ey, du! Bam, bap, 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 bap. Okay, da mal wieder so ein. Der möchte uns wieder einen Brief geben. Natürlich, sowas bekommen wir immer. Wir lassen den erstmal hier liegen. Ja. Ich glaube nicht, dass das uns irgendwo hinführt, der Riss, weil oben drüber halt auch ein Raum schon ist, in dem wir schon drinnen waren. Deswegen lasse ich den besser mal ungesprengt, den Raum. Sehr schön. Okay, hier ist weiter auch nichts. Okay, wieder viele Gegner. Zack. Ba, ba, ba. Ist halt mega nervig, dass die vier Schläge brauchen, ne? Das ist so nervig. So. Aber wir haben wieder Pfeile bekommen. Hallo? Hallo? Scheiße. Was ist mit dir eigentlich? I don't know what you said, you would get from him. I don't think he will. Die hat, glaube ich, nichts zu sagen. Okay, ja, ein Job. Aber auch wieder nur Ringe.
Oh, Mann. Okay, was ist das hier? Info? Okay, Milch, die 8 Herzen wiederherstellt. Ring of Arrow. Okay, damit können wir Magie in Pfeile invertieren. Brauchen wir nicht. Und Ring of Health. Converts Magic in Herzen. Das ist relativ cool. Da haben wir quasi immer eine Heilung mit dabei. Aber ist halt auch teuer und ich brauche den aktuell nicht. Für später als Bonus-Item, mega cool, aber ich brauche einen anderen Händler, ganz ehrlich. Hä? Das ist gar nichts, oder wie? Ich brauche einen anderen Händler, Leute. Das brauche ich nicht. Das Zeug. So leid es mir auch tut. Ah, shit. Okay, nice. Da ist der Schlüssel. Wir haben schon wieder so viel Kohle, aber nicht den richtigen Händler, um es auszugeben. Das macht mich traurig. Und wir könnten halt unsere Magie auch noch konverten. Boah, noch mehr von den Dingern, ey. Ich brauche es alles nicht. Also ihr merkt halt, aktuell haben wir echt Pech mit unserem Run. Ich esse jetzt auch das Eis noch. Oder? Ja, komm. Ich nehme mal so ein Ding noch mit. Ja, und da ist halt echt nützlich, wenn du so ein... Ah, okay. Magie. Ja, doch. Ich glaube, das nehme ich mit. Ich mache mal eben den, ja. Und dann probiere ich mal den Ring aus. Use. Hat sich das gelohnt? Ich glaube nicht, ne? 10 Rubine. So, den Schild nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dafür schmeißen wir jetzt noch so einen... Oder? Schmeißen wir den weg? Schmeißen wir den weg. Komm. Ich drop den hier. Ja, das nutzt uns halt jetzt auch nicht, weil wir brauchen einen blauen Stein, soweit ich weiß. Um das zu benutzen, richtig? Ja. No Magic Kingstone found. Da brauchen wir einen blauen. Boah, es ist mega dunkel jetzt hier. Boah, Alter. Alle geopfert hier. Tja. Nicht so nice alles hier. Nicht so nice. Wir haben zwar jetzt wieder ein Schild. Aber der Boss wartet auch schon wieder bald. Und wir haben dieselbe Ausstattung. Wir haben schlechtere Ausstattung als in dem Run davor. Also. Einfach nur bad. So, mal hoffen, dass hier vielleicht noch was Schönes drin ist. Shit. Ja. Du wurdest verflucht. Items, die Magie verbrauchen, arbeiten nicht mehr. Und wir müssen 20 Gegner töten, um den Fluch zu lösen. Oh. Wie praktisch. So, da haben wir jetzt was bekommen, um den wieder zu lösen, den Fluch. Und wir haben eine Fee bekommen. You got a Fairy Orb. Break to reveal two fairies inside. Okay, damit können wir eine, zwei Feen rausholen. Ich muss es nur rechtzeitig benutzen. Ist doch kacke. So, jetzt kommt bestimmt gleich der Boss. 100 Pro kommt gleich der Boss. Oh. Kumpel, was machst du denn hier? Okay, Tür ist offen. Bomben habe ich auch keine mehr. Es läuft richtig bescheiden. Scheiße, ey. Zack. So, da haben wir schon wieder so einen blöden Gemstone. Hier, nimm den. Zack. Bam, 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 bam. So, okay. Bisschen Magie nehmen wir noch mit. Wer bist du? I'm Justin, the Game Creator. Okay. Der sitzt hier auch im Knast. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal eine... Ich habe ja eh keine Bombe. Ah. Ne, wir haben... Ah, ich brauche blau.
soll das denn? Da ist irgendwo eine Schatzkiste erschienen. Blau? Ne, eine Karte. Boah, ich brauche keine Karte. Zack, zack. Ja, geil. Okay. Wir kriegen unser erstes Schwert-Upgrade, Leute. Das heißt, wir machen jetzt doppelten Schaden. Das ist schon mal was Feines. So, was ist das hier? 5 Herzen. Ich glaube, ich würde es mir tatsächlich mal kaufen. Ich drop das Ding mal kurz. Kauf das. Unheimlich, oder? So. So, ihr seht, wir machen erstmal doppelten Schaden. Reichweite ist, glaube ich, auch ein bisschen erhöht. Alles in allem nicht schlecht. So, ich benutze mal kurz den hier. Machen wir unsere Magie ein bisschen runter. Jawoll. 50 Rubine, wundervoll. So, kann sein. Ja, hier ist schon der Boss, ne? Ja. Okay. Wir haben ein besseres Schwert-Upgrade. Haben eine Verteidigung. Wir haben noch 2 Fähnen petto. Ein Bogen wäre halt noch geil. Aber ob ich den jetzt noch hier bekomme, das ist die Frage. Okay, Herzchen. I guess no. So, und hier war jetzt nichts weiter mehr, ne? Da ist... Nee. Okay. Ja dann, Leute, wünscht mir Glück, dass wir diesmal den Boss vielleicht wegklatschen. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas weglegen soll. Nee. Ich rüste mal hier noch... Equip. Dann können wir die gleich wegwerfen. Sollte es brenzlig werden. Rein in den Fight. Ja, die Bosse bleiben, glaube ich, auf Etagen immer gleich. Also man weiß, was einen erwartet. Okay, ein Hammer. Oh shit. Okay, oder? Ja, jetzt mach ich's. Jetzt mach ich's. War vielleicht ein bisschen schlecht geworfen? Bam, 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 bam. Komm her, Fee! Okay. Okay. Und finale Phase. Ihr merkt, der ist ein bisschen schneller als sonst. Nein. Jawohl. Nice. Okay, da haben wir. Und neuen Herzcontainer. Life ist wieder full. Und wir kriegen unseren ersten Stein. Darauf ein Schluck Kaffee, Leute. Oh, cool. Ich freue mich. Wundervoll. Okay, unsere Items sehen aktuell so aus. Wir können auch nicht mehr zurück, ne? Wir müssen weiter. So, jetzt hätten wir, by the way, die Möglichkeit, unseren Spielstand zu speichern. Das heißt, wir könnten jetzt hier wieder zurückkehren später. Ansonsten musst du immer durchziehen, mindestens bis hierher. Das sind quasi immer diese braunen Flecken auf den Etagen zwischen 3 und 4.
Da sind wir jetzt aktuell, da kannst du deinen Spielstand speichern und kannst halt später wieder hierher zurückkehren. So, ich muss nicht speichern, weil ich zieh durch. Ich zieh durch, Katakombs. Okay. Ihr seht, es ist wieder super dunkel, ich habe keine Bomben. Geld geht. Wir haben halt zum Glück auch diesen coolen Ring. Aber es ist super dunkel, ey. Es gibt auch noch ein Fackel-Upgrade. Das wäre jetzt auch super nützlich für uns. Oh, shit. Boah, die halten schon wieder so viel aus jetzt. So nervig. Oh ja. Ah, jetzt haben wir so ein goldenes Ding. Ob die mehr wert sind, die goldenen? Das weiß ich noch nicht. Shit. Okay. Geld, Magie, nehmen wir mit. Dü-dü. Grünhammer. Grünhammer. Jawohl. Geil. Fuse. Haben wir einen Itemplatz frei und kriegen zwei Schatzkisten, oder? Nice. Okay, komm. Ah, die Karte. Ja. Okay. Nehmen wir erstmal mit. Und ich benutze mal den hier. So. Okay. Ja, die Karte können wir halt droppen lassen, sobald wir ein wertvolleres Item finden. Braucht man jetzt nicht unbedingt die Karte, finde ich. Oh ja, sehr schön. Nice, Geld. Oh, schön. Okay. Weiter geht es schon. Mann, geil. Oh, ich habe gerade ganz schön Schaden bekommen. Ich glaube, weil ich in die Stacheln reingelatscht bin. Ah, schön. Boah, schön. Läuft gut. Ja, weg damit. Hier ist eine brüchige Wand. Ich habe keine Bomben. Das nervt mich. Das nervt mich. Okay. Und weiter geht's. Boah, es ist so nervig, dass das alles so dunkel ist. Shit, geh weg! Junge! Okay, der hat einen Schlüssel. Mann. Ich hab nichts zum Heilen. Das ist so belastend, wenn es dunkel ist, Leute. Und du einfach nicht siehst, was auf dich zukommt. Oh ja. Oh, danke. Oh, schön. Okay, oben können wir nicht lang. Doch, hier geht's lang. Oh, ein Händler. Bombentasche? Ah, ich habe keine Bomben. Soll ich jetzt die Bomben... Ja, okay, die Bombentasche. Bombentasche ist halt ein Platzhalter, ne? Wir haben jetzt quasi die Bombentasche gekauft und die Bombentasche, da kommen jetzt nur noch Bomben rein. Das heißt, wir haben jetzt einen Platz mehr quasi im Inventar. Und ich kann jetzt 16 Bomben tragen. So, außerdem eine Rüstung haben wir noch. Dafür würde ich jetzt halt die Karte weglegen. Oder nee, ich leg den Stein erstmal weg. Boah. So. Schön. Wir sind stärker geworden, Leute. Nice. Pfeile sind wir auf Maximum. Wir haben halt immer noch keinen Bogen, ne? Das ist so nervig. So, ich weiß nicht, ob wir das switchen müssen.
Ich mach's einfach mal. Und wir haben so einen goldenen Kingstone, der bringt mir halt nichts. Ah! Das war schlecht. Okay, es geht weiter. Ja, Schlüsselhammer. Ah, okay, hier hätte ich also durchgemusst. Oder muss ich durch? Und hier brauche ich einen neuen Schlüssel. Shit, okay, hier geht's noch nicht weiter. Dann, es muss jetzt irgendwo links weitergehen. Aber wo? Achso, hier war ich noch nicht. Stimmt. Doch, eigentlich war ich hier schon mal. Hä? Habe ich was übersehen? Warte mal. Was ist denn jetzt hier los? Mir fehlt ein Schlüssel. So, warte mal. Ich gehe nochmal hier hoch. Dann hat er mich hier lang gelotst. Habe ich irgendwo einen Krug übersehen oder irgendeinen Gegner? Jetzt haben wir schon eine Karte und ich komme nicht weiter. Was ist das denn? Ich komme ja auch überall nicht lang. Doch hier. Aha. Aha. Das habe ich übersehen. Okay. Ja, ihr seht, auch ein bisschen Rätsel ist dabei, ne? Das ist alles hier mit drin. So. Und jetzt können wir hier lang. Okay. Cool. Fackel und Schatzkiste. Oh, Geld ist gut. Geld ist aktuell sehr, sehr gut bei uns. Das freut mich. Ba, ba, ba. Oh Gott. Nach unten. Hallo? Hallo? Was ein wunderschöner Raum. Danke für diese Erfahrung. Also wir können echt froh sein, dass wir diese Rüstung gefunden haben. Weil ohne die würde es, glaube ich, nicht so gut laufen. Shit, ey, dieser Geist. Zack. Da habe ich dich. Ein Herzchen wäre schon geil. Oh Gott. Was ist das denn? So, Pfeile. Ja, ich brauche halt mal einen Bogen, ne? Dann wäre das alles ein bisschen cooler. So, wir gehen erstmal da oben hin. Zieh mal wieder so ein. Ja, Gems habe ich nicht mehr, sorry. Die verbrauchen halt auch so viel Platz. Brauchst wahrscheinlich auch immer zwei. Okay, hier könnten wir jetzt unser Stäbchen aufladen, haben wir aber nicht. Okay, ja, dann haben wir es wahrscheinlich jetzt abgeschlossen, ne? Nochmal ein Händler. Was war denn das hier? Yo, Inventory Bag. Das ist mega gut, Leute. Das ist so gut. Ne? Geil. Einfach so geil. So, was ist das hier? Protects you against floor spikes and Explosion Blast? Was ist Explosion Blast? Das weiß ich nicht. Einfach Explosion? Also, Floor Spikes ist mega geil. Ne, dann Stacheln machen uns keinen Schaden mehr. Nehmen wir mit. So, das haben wir jetzt ausgerüstet. Nimmt aber auch einen Platz im Inventar weg. Aber wir haben quasi einen Bonuseffekt jetzt. Das ist ziemlich cool. Okay. Ich denke, damit können wir weiter. So, Sievers, I don't know, was das ist. Hier gibt es aber erstmal direkt eine Schatzkiste. Das macht's. So, dann können wir hier auf der Karte jetzt gucken, wo was ist. Ich glaube, die Dollarzeichen sind Händler. So. Oh ja, eine Bombe. Hey, wo kommen die denn her? Die habe ich ja schon jahrelang nicht mehr gesehen. Okay, cool. Oh, es ist mal wieder ein bisschen hell geworden. Wunderschön. Danke für diese wundervolle Erfahrung. So. Boah, hält der was aus.
Echt jetzt? Warum halten die so viel aus? Okay. Ein bisschen Heilung wäre cool, ne? Wenn wir das mal wieder hätten. Ich werde auf jeden Fall den mal kurz benutzen. Machen wir uns mal wieder ein bisschen Kohle. Alter, wie viele Ratten. Jo! Wo kommt ihr denn alle her? Natürlich ist jetzt alles wieder dunkel. Ich hatte mich gerade mal kurz gefreut. Wir kriegen keine Heilung, ey. Mann. Und die werden immer stärker. Wir bräuchten jetzt eigentlich schon unser neues Schwert. Ah, danke. Eine brüchige Wand? Nee. Das lohnt sich nicht. Weil da geht's auch nach links. So. Hier unten noch was? Nee. Weiter geht's. Okay, was ist denn hier los? So, was sagt die Karte? Shit. Mega dumm von mir. Ja, da könnten wir jetzt unseren Stab wieder auffüllen, ne? Der Stab auf der Karte ist also das Ding hier. Okay. Oh, Krabben. Oh, die halten auch so viel aus. Ist das nervig. Aber 20 Rubine. Cool. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Was sagt die Karte? Links müsste nur ein Gemstone sein, den man vereinen kann. Okay, da ist scheinbar auch immer gleich die Farbe mit dabei. Ja, golden haben wir halt aktuell nicht, ne? Ja. Scheiße! Was will ich denn mit diesen ganzen Pfeilen? Ich brauche einen Bogen, Leute! Ein Bogen! Oh ja, da ist er! Ja, beides kann ich mir nicht leisten, ne? Nee. Ah, da müssen wir wiederkommen. Ich nehme erstmal das Bett mit. Aber wir haben auch noch andere Händler, ne? Die sollte ich vielleicht auch noch auschecken. Also jetzt haben wir erstmal Rüstung plus 3, ne? Das ist schon mal sehr cool. Bogen, merken wir uns. Heilung, sehr schön. Und ein Schlüssel. Okay. Aha. Gar nichts. Okay, den haben wir schnell genug ausgeschaltet, bevor der Elektrizität machen konnte. Herzchen. Okay, der Run ist aber aktuell ganz gut. Ich gehe mal kurz hier hoch. Boah, gar nichts bekommen. Menü. Okay, nach rechts ist auf jeden Fall ein Händler. Der verkauft Sandwiches. Und wenn man noch weiter nach rechts... Aber hä? Da muss ja noch irgendwo einer sein. Hallo? Ja, ich glaube, die Wand ist nicht brüchig. Ich glaube es nicht. Führt uns das jetzt noch nach rechts? Ja. Das heißt, so kommen wir zu dem Händler. Okay. Aber wir müssen uns merken, wir haben auch noch den Bogen alternativ. Ne? Notfalls gehe ich nochmal zurück und hole mir den. Oh Gott, was ist das denn?
brauche ich jetzt sogar einen Bogen, ne? Nein! Scheiß Fluch. Okay. Der Shop wird nur auf dem höchsten Preis verkaufen. Wir müssen zwei Schatztruhen öffnen, um das zu resetten. Inventory Bag 3. Mann. 18 Items. Ja, oh. Okay, cool. Aber wir brauchen wir jetzt noch einen Schlüssel? Oder wofür ist dieser Schlüssel? Müssen wir den kaufen? Ja? Vielleicht kriegen wir ja noch hin, irgendwie zwei Schatztruhen zu öffnen. So, okay, 20 Rubine, nice. So viel Magie haben wir halt nicht. So, die Wand ist auch nichts, weil unter uns... Okay, Blueberries, nice. Okay, da geht's runter. Aber wir brauchen keinen Schlüssel. Ist das einfach ein Extra-Schlüssel für Notfälle? Das könnte ich mir vorstellen. Wir kaufen jetzt den Bogen noch. Ich hoffe, der Bogen ist jetzt nicht auch teurer geworden. Das wäre scheiße, wenn der Bogen jetzt auch 200 Rubine oder so kostet. Aktuell könnte man uns leisten, die 130. Ich weiß halt nur nicht, ob sich das jetzt verändert hat. So, war halt ein Fehler, da doch reinzugucken, ne? Man weiß halt nie, wo diese Flüche drin sind. Okay. So, da einmal nach links noch und... Okay, er ist auf 135 gestiegen. Das ist ja noch halbwegs human. Also scheinbar sind die Preise auch jedes Mal random. Wusste ich auch nicht. So, sind wir pleite, aber wir haben Bogen. Ist doch wundervoll, oder? So, den equippen wir gleich mal. Wir haben 40 Pfeile. Nice. Heilung haben wir auch ein bisschen. Läuft doch eigentlich gerade ganz gut. So, nächste Etage ist das Dorf. Da werden wir uns auch nochmal equippen können, denke ich. Also zumindest beim letzten Mal so, als ich da war, konnten wir ein bisschen was machen. Da konnte man einiges an Geld farmen, konnte ein paar kleine Quests erledigen. Man hatte sehr viele Shops. So war es, als ich das letzte Mal im Dorf war. Schauen wir mal. Und dann auf Etage 7 kommt der nächste Boss. Ich muss sagen, es läuft aktuell eigentlich nicht schlecht. Aber ich hatte auch schon bessere Runs. Okay, erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Ah, so. Das Rebellendorf. Bam, bam, bam. Ah, okay, das scheint immer... Ich glaube, es scheint immer gleich aufgebaut zu sein. Weil das erinnert mich auch an das letzte Mal, als ich dort war. Danach ist übrigens komplett blind. Also ich war... Oh nein. Boah, ein Herz zieht das ab. Okay, ich bin mal vorsichtig. Weiter war ich dann auch noch nie. Im Rebellendorf hatte ich dann damals nicht mehr weitergemacht. Weil ich wollte halt auch ein bisschen noch so einen Blind-Effekt haben. Alter, was? Okay, konzentrier dich mal. Ich habe schon zwei Herzen verloren. Es ist halt einfach diese Dunkelheit, ne? Die. Konzentration. Oh, das war schon wieder knapp. Okay, da geht's über eine Brücke. Geht's hier noch irgendwo lang? Nope. Diese Dunkelheit. Die killt mich, ey. Okay. Ein wundervoller Wasserfall. Ja, das sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Das scheint wirklich immer gleich zu sein. Schauen wir mal. Genau, jetzt sind wir im Dorf. Willkommen to Rebel Village. Was? Shenigans?
I don't know. Du, du, du. Ja, das ist... Das scheint immer gleich zu sein. Okay. Schauen wir mal rein. So, hier ist mal ein Schatz. Oh ja, Bomben. Nice. Herzchen. Das scheint so ein bisschen, keine Ahnung, Päuschen zu sein. Ich glaube aber, dass man sich hier auch sehr gut als Ziel setzen kann, halt sehr viele Rubine zu farmen und hier dann sich richtig auszurüsten. Weil wenn du hier richtig viele Rubine hast und schön viel Platz in der Tasche, dann kannst du dich hier halt richtig, richtig hochbuffen. So, hier ist die Oma drinne. Oder die Frau. Da hängt auch ein Bild über dem Bett. Wenn wir den Brief jetzt mitgenommen hätten, den man von dem Gefangenen bekommt, dann hätten wir jetzt hier Geld bekommen. Also sowas beim letzten Mal, da habe ich 250 Rubine bekommen. Den Brief haben wir jetzt aber leider nicht dabei. So. Hier bekommen wir auch nichts. Papa. Hallo? Ah, ihr seht... hast du diesen komischen Baum da unten bei der Brücke gesehen? Sieht aus, als wäre das mal eine Person gewesen oder so, ja. Das stimmt. So, die möchte einen Spiegel haben, genau. Das scheint alles immer gleich zu sein. Okay, beim Dorf scheint alles gleich zu sein. Das kann man sich ja schon mal merken. So. Dann hier mal Geld reinmachen. Bam. Ja, also wie gesagt, ich bin hier schon durchs Dorf mal durchgestromert. Beim letzten Mal. Aber auch nicht komplett. Also hier ist dann irgendwo an einem Punkt dann blind für mich. So, der... Bibliothek. Genau, der möchte, glaube ich, ein Buch haben. Book Gems. Es gibt 9 verschiedene Gem-Typen. Quarz, Amethyst, Zitrin, Torquise, Jade, Diamond, Ruby, Saphir, Opal. Und dann können wir das einem Sora geben. Aber... Ich weiß gar nicht, ob es den hier gibt. So weit war ich dann auch noch nicht. So, ich war dann hier drüben noch. Da sind auch dann die ganzen Shops. Na, also hier können wir richtig fett shoppen gehen, was Nahrung angeht. Aber so viel Kohle haben wir jetzt auch nicht. Bevor der König gestorben ist, hat er dieses Tor verschlossen. He buried himself with the key. Er hat sich selbst eingeschlossen mit dem Schlüssel. Wie viele Schlüssel wohl dahinter sind? Wie viele Schätze wohl dahinter sind? Der Name Cowpoke Billy, das schnellste Kind der Stadt. Ja, dich kenne ich. So, dann haben wir hier den Pub. Ja, hier kann man auch ein bisschen drehen und so, aber wir haben nicht so viel Geld, deswegen ich lasse es mal. Ich glaube, ansonsten kann man hier auch nicht viel machen. Ich habe die auch alle schon mal angesprochen gehabt. Soweit ich weiß, ist das eher so designmäßig. Ihr wollt noch mal sehen, was die sagen, ne? He's just a friend. Klink, just a friend? Oh Mann. Weil man sieht halt einfach genauso aus wie wir. Wer ist dieser Clown? Hallo Onkel! Check out my new sword. I bought in the weapon shop, ja. Hat er im Waffenshop gekauft. So, Pfeile haben wir auf Maximum. So, hier ist. Genau, hier ist nochmal so ein komischer Laden. Also du kannst hier überall so ganz komische Sachen machen. Mega witzig einfach. So, der Trankladen. Okay. Hi Kumpel. Uncle Caveman, because he live in a cave and because sometimes he eat one of us. Was? Der Caveman hat jemanden gegessen? Wieder mal rausgefunden, dass es ein Bär war. Super. So, hier gibt es sehr viele Ringe und Stäbe. Wir haben aber nicht so viel Kohle. Das ist traurig. Was haben wir denn hier für Ringe? Converts Magic from your Magic into Bombs. Okay, das ist auch cool. Brauchen wir aber nicht.
Was haben wir hier? In Pfeile. Das belebt uns wieder, falls wir sterben sollten, aber das Juwel zerbricht dann. 25% mehr Bonus für Items, die uns heilen. Ja, das ist alles nützlich, aber ich glaube, am liebsten hätte ich echt ein Schwert-Upgrade noch. Wenn wir uns das leisten können. 160. Wir können uns aber auch die andere schöne Sachen leisten. Achso, wir haben ja aktuell noch diesen Debuff drauf, deswegen ist alles so teuer, ne? Wir müssten eigentlich noch mal ein paar Schatzkisten öffnen. Also theoretisch müssten wir uns hier eine Schatzkiste kaufen. Weil aktuell alles komplett teuer ist. Der Buff ist halt mega kacke. Aber gut, vielleicht kriegt man den irgendwie removed, indem wir irgendwo ein paar Schatzkisten aufmachen. Das ist halt die Frage. Guck mal, da ist doch schon eine. Nur nochmal Geld und er ist removed. Nice. Vielleicht ist er jetzt billiger geworden. Da können wir gleich nochmal gucken gehen gleich. Aber ich gehe nochmal kurz hier auschecken. Donut-Diät-Book. Okay, alles klar. Alles klar. So, hier ist irgendwie so ein Siegel. Keine Ahnung, was das ist. Hier liegt der große König auf Hyrule. Aber was ich mit dem machen soll, weiß ich auch noch nicht. Okay. So, ein Herzcontainer. Boah, nice. Okay, das war's hier. Was haben wir hier so draufstehen? Broke the Chain Letter. Was ist ein Chain Letter? Insert Tombstone Heating. Here lies Fred. He used to bake bread, but now he's dead. Okay. Ich mit dem Dumm. Winner of Breath Holding Contest. Ah, okay, verstehe. Winner des beim Anhalten der Luft. Tod beim Lachen. Ich hab dir gesagt, ich bin krank. Was? Wie blöd. Aber witzig. Okay. Ist es billiger geworden? Yo! Es ist much billiger geworden. Level 3 Tunik. Verwandelt die dann unsere Tunik in Level 3? Oder ist das dann nochmal ein extra Slot? Wahrscheinlich ist es eine Upgrade, oder? Aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte am liebsten, glaube ich, das Schwert. Ja. Wir kaufen uns Level 3 Schwert, Leute. Theoretisch den Schild könnten wir uns auch noch leisten. Okay, wir gucken erstmal. Ich bringe erstmal kurz das Buch zurück. Ich denke mal, dafür bekommen wir noch was. In die Bibliothek. Hey, wo hast du das Buch gefunden? Ich habe es schon lange vermisst. Danke, dass du es zurückgebracht hast. Hier, ich habe das gefunden. Okay, das ist der Spiegel. Das habe ich auch schon mal gemacht gehabt, diese Quest. Jetzt geben wir ihr den Spiegel. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Hier, ne? Can I have it back? Genau. Ein Mushroom from my garden. Er ist magisch. Okay. Jetzt habe ich auch noch eine Tauschquest am Start. Die Frage ist, wer will denn jetzt den Pilz haben? Wir haben ja die Hexe schon gesehen. Die liegen auf dem Pfeil rum. Will die Hexe den Pilz haben? Hast du Pilz? Oh, you have a mushroom. I need it to finish my potion. Can I have it? Ja. Thank you. Here is a bag of magic powder. Oh, es kostet Magie. Ne, nicht droppen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das behalten will. Nee, das will ich auch nicht droppen. Scheiße. So, das wollte ich equippen. Mann, jetzt habe ich Magie verschwendet. Das war doof. Okay, wir gehen erstmal hier rüber. Schauen uns mal noch den Rest des Dorfes an. So, please check up on me Ongs in a while. Okay. Aber
Can you make the room stop spinning? Ja, muss mehr, weniger trinken. Okay, ein grüner Stein. Haben wir gerade irgendwas zum Ablegen? Ja, halt das Powder, aber ich... Ja, komm, ich drop das immer. In der Hoffnung, dass es kein Fehler war. Pfeile haben wir schon. So, jetzt haben wir hier noch verschiedene Höhlen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Geld, dass ich noch was upgraden kann. Kriegen wir das vielleicht noch irgendwie hin? Bevor ich jetzt wieder hier die Stadt verlasse. Aber ich hätte halt gerne... Ich glaube, den Schild könnten wir uns vielleicht noch kaufen. Wenn ich jetzt hier lang gehe vielleicht. Okay, Magie. Oh, Schralala. Ah, Link, nice to see you again. Oh, your quest to defeat Arcanum. That's great. Yeah, he's a rascal. Ich weiß nicht, was ein Rascal ist. Ein Bösewicht vielleicht. I hope you can manage he gain more power since your last encounter. So make sure you equip yourself well before proceeding. I give you something that can help you in your journey. It's a rare wishing stone. Find a wishing pond and through it in you will be grant a wish. Where's the one located deep? Underground in the dwarven mining town. Good luck to you, Link. Boah, jetzt haben wir noch so ein Ding bekommen. Komm, ich drop das und nehme den Stein mit. So, was ist das? Wishing stone. Throw the stone into a wishing pond and make a wish. Ist das auch eine Quest? Codex. What's a strange looking book? Okay. Ja, also Arcanum ist stärker als sonst und wir sollen uns gut ausrüsten, wenn wir ihn besiegen wollen. Ich gucke nach meinem Kontakt Lance. Let me know if you find him. Okay, wenn wir seinen Kontakt finden, sollen wir es wissen, ihn wissen lassen. Okay, dann ein bisschen Magie habe ich ja bekommen. Kann ich mir da jetzt den Schild leisten? Ich hätte eben die... 85 kostet der Mann, 3 Rubine. Wie nervig. Okay, warte. Wir könnten jetzt... Wollen wir die Schatzkisten öffnen? Ah, aber die Lampe ist auch geil. Oder ein Herzcontainer. Ich nehme die Lampe mit, Leute. Ich glaube, das ist eine bessere Investition, weil dann... Ach so, die müssen wir auch... Mann, die kostet auch Inventory. Hoffen wir mal, dass es kein Fehler war. Okay. Okay, okay. Gut, wir gehen weiter, Leute. Wir gehen weiter. Also, ich bin jetzt auch das erste Mal so richtig in der Stadt hier, ne? Also, ich habe jetzt... Ah, guck mal, das ist doch der Feenbrunnen, oder? Equip. Haben wir doch gleich wieder Platz. Oder ist das... Ist das nicht gemeint? Warte, ich gehe nochmal hier reingucken. Okay. Das ist eine Warnung. Okay, komm, ich versuch's mal. Equip. Hä? Ja, das... Das war's mit meinem Stein. Ups. Ich glaube, das war falsch, oder? Was meint ihr? Aber wo hätte ich denn sonst reinwerfen sollen? Oder wäre das erst später noch gekommen? Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Okay, warte, ich... mein Item ist weg. Okay. Dann, es geht weiter, Leute. Sorry, es geht weiter. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen Scheiße gemacht. Hätte alles ein bisschen anders aussehen können. Aber naja. Let's go. Let's go. Lanmore Allaire. Okay, Lanmore Allaire. Unser Pegel von der Lampe ist auf jeden Fall höher. Ich glaube, das ist nützlich.
glaube, das war gut, dass wir das gemacht haben. Wir hätten halt auch Verteidigung plus 4 haben können, wenn wir uns nicht so doof angestellt hätten. Aber da hätten wir die Lampe nicht gehabt. Deswegen, wir gucken einfach mal, was jetzt passiert. Okay, let's go. Da kriegt man das Level 4 Upgrade. Okay, das merken wir uns. Nö. Wie gemein. Wie gemein einfach. Direkt ins Gesicht, ey. Shit, shit, shit. Die halten aber auch jetzt mega viel aus, ey. Er hat ja auch gesagt, wir sollen sicher sein, dass wir richtig equipped sind, ne? Boah, halten die aus. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass da hinten der Schlüssel drin ist. Ah. 130 war es, ne? Der Preis. Boah, macht der Schaden. Weg. Mal ein bisschen Bogen benutzen. Zack. Okay, ich hab Heilung noch. Ich werde mal eins benutzen. Geh weg. Okay, Magie. Sehr schön. Ja, genau. Boah, Alter. Okay, okay, alles klar. Ich verstehe, warum ich bereit sein soll. Alter, Kacke. Ja, ich glaube, es endet bald wieder mit uns. Oh. Okay, 80 Rubine, wir können uns das Schwert leisten. Okay. Wir können auf Stacheln laufen, ne? Das ist halt geil. Das ist ein großer Vor... Oh Gott, nein, nicht die vier. Ah, dein Schlüssel. Sind meine Pfeile bald alle. Ah! Oh ja. Oh ja. Direkt usen. Waren 3 Herzen. Usen wir direkt. Okay, perfekt. Pfeile. Zack. Dann gehen wir gleich mal zurück. Kann ich hier drüber Pfeile schießen? Jo. So, haben wir die auch schon mal getötet. Ich glaube, ich muss aber da oben noch zurückgehen. Um... da dann vielleicht noch ein... Oh, nice. Schlüssel zu bekommen. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Gemein. Richtig gemein ist das. Okay, da oben liegt Mana. Okay. Gut. Haben wir erstmal soweit geklärt alles. So, der Raum war scheiße. Ba, 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 ba. Oh Gott. Aber den cleare ich jetzt auch mal ganz kurz den Raum. Okay, perfekt. Ging es hier oben noch nach rechts? Nee. Ah, Mann, ist die Tür wieder zu. Okay, laufe ich nochmal eine Runde. Alles klar. Ich glaube, es ist ein Vorteil, dass wir dieses Amulett haben, dass wir über Stacheln laufen können. Das ist schon ziemlich cool. Okay. Soll ich direkt mal da unten reingehen? Komm, wir gehen hier rein erstmal. Sehr schön. Schatzkiste. Hier brauche ich einen Schlüssel. Ich habe schon einen. Und ich kriege einen Gemstone. Eine Feenquelle. Und ich sehe hier noch etwas, was vielleicht mich noch weiterbringt. Nee, leider nicht. Nee, nicht droppen. Hier, equip. So. Okay, den Schlüssel benutze ich mal noch nicht.
gehe erstmal weiter. Oh ja, habe ich grün? Ich habe kein grün. Die ziehen mir Mana ab, die Dinger, ne? Da muss ich aufpassen. Oh je, oh je. Habe ich noch was zum Heilen? Nö. Jetzt haben wir einen roten Gemstone. Okay, grün und rot haben wir jetzt hier schon. Also falls ich hier irgendwas bekomme, dann sollte ich da nochmal zurückgehen, auf jeden Fall. Okay. Nochmal grün. Und wieder nichts bekommen. Mano! Kann nicht wahr sein. Wer bist du denn? Hi, I'm feeling, ich fühle mich schwach. Kannst du mir 3/4 deines Lebens geben? Ich gebe dir alle meine Rubine. 3/4. Komm. 100 Rubine ist nicht viel. Das war ein großer Fehler, oder? Ich glaube, das war ein Fehler, Leute. Ich brauche jetzt irgendwo krass Heilung. Kacke, es gibt auch so dunkler Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt hier noch was? Ganz langsam gehen, bitte. Ne. Oh Mann, das war, glaube ich, ein Fehler. Ja, ja, komm, Baby. Ah, schön. Haben wir Glück gehabt. Okay. Was? Ein Fairy Orb? Oh, cool. Nice. Schöne Heilung. So, und tschüss. Cool. Ja, dann hat es sich ja gelohnt. Haben wir ein bisschen Geld bekommen. Aber risikoreich war es trotzdem ziemlich. I guess. Okay. Ich denke, jetzt müsste man nochmal da hochgehen und dann kriegt man bestimmt in dem Raum einen Schlüssel. Das mache ich mal eben. Und ich glaube, ich mache auch... Ich werde das hier droppen, das Ding. Oder brauchen wir das? Brauchen wir das? Brauchen wir das für Ganon oder so? Not sure. Ba, 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 ba. Okay. Wir kriegen ein bisschen Mana und hier ist ein Schlüssel drin. Guck mal, 2 Schlüssel haben wir jetzt. Ja, wir könnten jetzt noch ein bisschen Geld machen. Ich mach mal so. Und... Oh nein. Ja, es hat, ist jetzt wirklich ein Vorteil, dass wir hier schon so... das Item mit den Stacheln haben, ne? Macht's halt ein bisschen leichter für uns aktuell. So...
so nervig. So, zack, weg damit. Okay, es geht weiter. Herzchen. Danke für die Herzchen. Danke, danke, danke. Oh, schön. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wo war denn der Raum mit dem Schlüssel? Doch, der war da oben irgendwo, ne? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, genau! Ah, wie unfair! Du, wieder einfach in die Tür reinlatschst und direkt eine gescheuert bekommst. So, hier war das. Okay. Weiter geht's. Oh Mann. Ja! Spring doch über die Welt! Okay, ich muss das usen. Leider. Hä? Habe ich mir einen Ring fallen lassen? Oh, die können mir Sachen stehlen. Gemein. Also irgendjemand hat mir gerade Sachen gestohlen, glaube ich. Ja. Können sie echt machen. Also die Viecher, ja. Okay, hier waren wir schon. Nee, waren wir hier schon? Die Tür war, glaube ich, vorher... Ist von der anderen Seite zu. Okay, wir könnten uns hier einen Star... Also ich... Ja, das hier kaufe ich mir. 3x3 Herzen. Nehmen wir mit. Das muss mit. Und das hier könnten wir uns auch kaufen. Shoot a beam that turns enemy into rupee. Ich weiß nicht. Ich habe halt noch gar keine Erfahrung mit Stäben. Wir haben auch keinen Platz mehr, wirklich. Ich lasse es lieber. Ich spare mein Geld. Jetzt kommt auch gleich ein Boss. Vermutlich. Sieht zumindest so aus auf der Karte. So. Boss 2 habe ich auf jeden Fall nie geplättet. Dementsprechend, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen Respekt haben vor dem. So. Sehr schön. Equip. Ist hier was? Equip. So. Geil. Schön Secret Room gefunden. Okay, noch ein Ring. Ah, okay, der macht Pfeile. Scheiße. Okay, Rubine, die wir einsammeln, sind nichts wert. 45 Enemies muss ich töten. Kacke. Das ist schlecht. Ja, oder? Der hat mir bisher so nie Glück gebracht, der Stein. Ich mach's so. Okay. Hier könnte ich meinen Stab aufladen. Oh, was haben wir denn hier? Inventory Bag 3. Nehmen wir mit. Geil. Ja, dann... Warte, ich hol mir den Gam wieder. Gamble. So. Okay. Du. Wie halt auch einfach das Schwert plus 4 hier nicht mehr so krass ist, ne? Unglaublich. Shit, wir hatten irgendwo die Grünsteine, ne? Mann, will ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklatschen? Oh, Teleporter. 20 Rubine. Shit, die sind nichts wert. Kacke.
Ich latsche mal kurz den Weg zurück, Leute. Njau. Ja, oder ihr hättet ihr das jetzt auch gemacht? Weil wir haben jetzt einen grünen Stein bekommen. Und wir haben halt einen Dingens. Irgendwo war so ein grüner. Bin mir relativ sicher, dass der relativ weit links war. Gegner sind ja eh alle tot, deswegen brauche ich keine große Angst haben. Außer vor dem Ding vielleicht. So, hier ist das wieder zugegangen, genau. Und vor dem Ding ist ein bisschen Angst haben. Genau, hier ist noch einer. So, zack. Hättet ihr doch auch gemacht, oder? Wäre doof, das jetzt nicht zu machen, finde ich. Guck mal, da kriegen wir nochmal Magic. Und nochmal 3 Eisdinger. So, die Magic habe ich sogar in der Tasche. Die kann ich jederzeit benutzen. Wenn ich die brauche. So. Hä? Ach shit, ich muss ja oben durch die Schlüsseltür. Ja, das war jetzt meine Schuld. Na. Das war dumm von mir. Okay, ich muss hier und dann irgendwie rechts, ne? Genau, hier war die Schlüsseltür. Okay, geht das jetzt direkt in den Bossfight rein oder was macht dieser Teleporter? Das ist die große Frage. Geld habe ich aktuell nicht mehr. Ich bekomme auch keins mehr, bevor ich nicht 45 Gegner getötet habe. 40 sind es noch. Das ist noch ganz schön viel. Nervig. Nervig, nervig. Okay. Soll ich mir noch ein paar Pfeile holen? Ich weiß halt nicht, was für ein Boss kommt. Das ist halt die Sache. Und ob da Pfeile gegen den gut sind. Ich mach das jetzt einfach. So. Equip. Okay, wir sind bereit, oder? Ja. Let's go. Geht's jetzt in den Bossfight? Nee, es geht nicht in den Bossfight. Natürlich geht es nicht in den Bossfight. Kacke. Mann! Alter! Was ist denn das für ein Kackraum? Ich war so stolz darauf. Dass ich mich so gut ausgerüstet hatte. Und das ist jetzt alles schon wieder hinfällig. Ich glaube, da wird nichts sein. Da ist nämlich die Karte zu Ende. Da ist noch ein Händler, ey. Verdammt, wir könnten jetzt hier nochmal einfach... Aber ich habe kein Geld. Das geht nicht. Ja, da geht's zum Boss. Okay. Oh nein, dieser Sandboss. Kacke. Scheiße. Okay. Ich glaube, das ist unser Ende, Leute. Naja, das ist unser Ende. Ja, das war's. Kacke, Leute. Okay, wir sind relativ weit gekommen. Etage 7 diesmal. Wow. Also ihr merkt, das Game ist hart. Das ist wirklich hart. Ich würde meinen Durchlauf für heute beenden. Wir haben jetzt 1,5 Stunden aufgenommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Ob ihr noch mehr von diesen Durchläufen sehen wollt, dass ich mich weiterhin versuche. Ich würde es gerne weiterhin aufnehmen. Und einfach mal hoffen, dass wir irgendwann mal bis zu Arcanum durchkommen und den plätten und irgendwann mal so super krass sind, dass wir jeden wegfetzen. Das wäre so mein Ziel, dass wir das irgendwann mal schaffen. Ihr könnt mir auch gerne ein paar Tipps machen, ob ihr das auch spielt, das Game. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu... Nintendo präsentiert...
Dungeons of Infinity. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.